Ihnen, den Mitgliedern, also Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Unklarheit zu beseitigen, Kritik und, wenn Sie es für richtig halten, auch Lob zu äußern. Wer wünscht das Wort? Ja, ich bin, sage ich jetzt mal einfach. Ich lob heute mal, ich fand es nämlich klasse, dass man heute mal die Zahlen wenigstens einigermaßen erkennen konnte und dass man nicht gesagt bekommen hat, okay, wir haben 600.000 Euro und jetzt ist die nächste Folie, sondern also ich habe heute zumindest mal das Gefühl gehabt, dass ich das auch einigermaßen verstanden habe, wo überhaupt, also beziehungsweise was in diversen Zahlen, die immer so rumspuken und die man auch mal hört, drin ist. Und das fand ich heute gut. Das darf ich nochmal sagen. Danke. Ich möchte ein ganz persönliches Statement abgeben. Ich möchte unserem Kapitän danken, der das Schiff bei den Versuch von schwer, sich auf Kurs zu halten. Dankeschön. Ihnen bekannt ist,
hatten wir die Herren Mario Linn und Ulrich Schulte-Wissermann im Sommer des Jahres in den Aufsichtsrat berufen, nachdem sämtliche vom Mittelrhein-Verlag entsandte Mitglieder ihr Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatten. Im Oktober des Jahres haben so dann die Herren Linn und Schulte-Wissermann ihr Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt. Mario Linn hat sich zu diesem Schritt veranlasst gesehen, weil er für sich eine Inkompatibilität der beiden Ämter empfand, also mögliche Interessenkonflikte, die sich aus der Mitgliedschaft in beiden Gremien ergeben könnten, vermeiden möchte. Bei Uli Schulte-Wissermann kommt hinzu, dass er vor ca. 2 Wochen das Amt des ehrenamtlichen Vertreters des Geschäftsführers Tom Theisen übernommen hat, also letztlich faktisch Teil der Geschäftsführung der GmbH ist. Diese Stellung impliziert natürlich mögliche Interessenkonflikte, weil sowohl Verwaltungs- und Aufsichtsrat, wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang, Kontrollinstanzen sind und es sicher nicht angezeigt ist, wenn eine Person Geschäftsführungsaufgaben wahrnimmt und gleichzeitig Mitglied von Gremien ist, deren Aufgabe die Überwachung der Geschäftsführung ist. Konsequenterweise hat Uli Schulte-Wissermann, dem von der Fuskoblenz GmbH auch Prokura erteilt werden wird, seine Ämter als Mitglied des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats niedergelegt. Als Ergebnis ergibt sich daraus zunächst eine Vakanz im Aufsichtsrat, die inzwischen durch die Berufung unseres Mitglieds Frank Linnig in den Aufsichtsrat beseitigt wurde. Aufgabe der Mitgliederversammlung ist es nun, für den Rest der bis 2013 dauernden Amtszeit des Verwaltungsrats 2 Mitglieder nachzuwählen, da die Herren Linn und Schulte-Wissermann zum Personenkreis 25 Absatz 2 der Satzung gehörten, also Personen, die nicht vom Präsidium bestellt wurden, sondern die von der Mitgliederversammlung zu Mitgliedern des Verwaltungsrats gewählt wurden. Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass die Nachwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats nicht zwingend von der Satzung gefordert wird. Zwingend ist die Nachwahl nach der Satzung nur, wenn durch das Ausscheiden von Mitgliedern des Verwaltungsrats die Zahl der verbliebenen Mitglieder auf unter 4 fallen würde. Das ist aber vorliegend nicht der Fall. Das Präsidium vertritt jedoch die Auffassung, dass der Verwaltungsrat im Satzungs- und Vereinsgefüge eine sehr wichtige Funktion hat und daher jeweils in voller Stärke vorhanden sein sollte. Ich denke, dass diese Auffassung auch nicht auf Widerspruch der Mitgliederversammlung stoßen wird. Die Amtszeit der jetzt zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrats endet also bereits in 2 Jahren, da der Verwaltungsrat insgesamt im Jahr 2013 neu zu wählen bzw. zu bestellen ist. Nach § 25 Absatz 2 der Satzung werden die Mitglieder des Verwaltungsrats auf Vorschlag des Präsidiums gewählt, wobei aber nach § 25 Absatz 3 der Satzung auch Vereinsmitglieder gegenüber dem Präsidium Wahlvorschläge unterbreiten können, die vom Präsidium der Mitgliederversammlung vorzulegen sind. Am 24. Oktober, also vor etwa 2 Wochen, hat eine gemeinsame Sitzung sämtlicher Gremien der Fuskoblenz stattgefunden, anlässlich derer sehr intensiv über die Nachbesetzung der beiden Verwaltungsratsämter diskutiert wurde. Die Ergebnisse der Diskussion am 24. Oktober führt das Präsidium dazu, Ihnen heute für die Nachwahl in den Verwaltungsrat folgende Vereinsmitglieder vorzuschlagen. Erstens Hermann Schwien und zweitens Oliver Schuppe. Ich schlage vor, beziehungsweise erst möchte ich mal fragen, bevor ich die Kandidaten sich vorstellen lasse, wird das Wort gewünscht zu diesem Punkt. Dann die nächste Frage. Gibt es Mitglieder, die dem Präsidium ebenfalls einen Wahlvorschlag unterbreiten wollen, den wir selbstverständlich alter demokratischer Gepflogenheit entsprechend an die Mitgliederversammlung weitergeben würden? Herr Diel? Sehr geehrter Herr Professor Hecker, sehr geehrte Mitglieder, ich hätte die Frage, ob Gremien der TuS Koblenz, die sicherlich auch eine Anbindung in den Verwaltungsrat brauchten, dort inzwischen drin sind. Da ich nicht den Detailüberblick über das Personenkarussell habe, wäre für mich zum Beispiel die Frage, ob zum Beispiel TuS Stiftung
oder andere für die TuS sehr wichtige Gremien auch mit eingebunden werden oder ob sie in einer anderen Form eingebunden sind. Denn ansonsten könnte man ja auch zum Beispiel ein Mitglied aus der TuS-Stiftung in diesen Verwaltungsrat wählen. Es ist also nur eine Anregung, noch nicht ein personeller Vorschlag, den ich hier dem Präsidium antrage. Dankeschön. Ja, also, wir haben am 24. Oktober über eine Stunde über Namen diskutiert. Wir haben uns eine Liste gemacht von Namen, die dem Verein nahestehen, von dem man weiß, dass sie Herzblut für den Verein haben. Und selbstverständlich, und zwar an erster Stelle, dieser Liste stand für uns der Name Norbert Krass. Aber vielleicht haben wir doch das ein oder andere Mitglied, das die beiden nicht so gut kennt. Ich würde die beiden Herren nach vorne bitten, um sich kurz vorzustellen. Wer fängt an? Wo ist denn der Hermann überhaupt? Ah, da hinten ist er. Weil der Hermann das so nicht kann, sage ich noch einen Satz. Der Hermann ist, wie Sie vielleicht wissen, der Sicherheitsbeauftragte der TuS. Das könnte auch gleich selbst sagen. Wird auch sagen. Aber was der Hermann sicherlich so nicht sagen wird, dass er diesen Job seit vielen Jahren völlig kostenfrei für den Verein ausübt und er dadurch jeden Spieltag unter Beweis stellt, was er bereit ist, für diesen Verein zu investieren. Das wird er so nicht sagen, deswegen habe ich gesagt. So, Hermann, das ist gut. Guten Abend zusammen, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Hermann Schmink, 48 Jahre alt, ich wohne in Kaisig, für die Leute, die sich nicht auskennen, zwischen Wachsenhausen und Mielen. Ich bin ehrenamtlich tätig, wie Werner schon sagte, seit 6 Jahren jetzt, habe über den Spaß an dem Ehrenamt diesen Verein lieben gelernt, durfte hier viele Höhen und Tiefen miterleben. Ich würde mich freuen, auch weiterhin in gesteigerter Form hier aktiv mitmachen zu dürfen. Ich würde das Ganze auch als Vertrauensvorschlag anbieten und mich dafür jetzt schon herzlich bedanken. Vielen Dank, Hermann. Oliver Schupp. Auch zu Oliver Schupp muss ich erst ein, zwei Sätze sagen, weil er das auch nicht so sagen kann. Also Oliver Schupp ist dem Verein seit vielen, vielen Jahren sehr eng verbunden. Oliver Schupp ist unter anderem der Organisator der Spontanparty gewesen, die am Tage der Lizenzerlangung am 5. Juli stattgefunden hat. Und Oliver Schupp ist jetzt mit im Organisationsteam für den 19. November. Und der Oliver Schupp gehört zu denjenigen dieses Organisationsteams, der den größten Einsatz zeigt und viele, viele, viele Stunden für das Koblenz in dieser Funktion unterwegs ist. Jetzt bist du dran, Olli. Jetzt nochmal so abgemacht, dass ich das sagen soll. Ich bin doch kein Redner. Also mein Name ist Oliver Schupp, ich bin 42 Jahre alt, seit einiger Zeit TuS-Mitglied, also einiger Zeit ist übertrieben, ich bin mal ausgetreten, damals unter Herbert Heidker, später wieder reingekommen und habe dann so gut wie es ging, versucht zu helfen, der TuS unter Milan Lasic. Als dann unrühmlicher Person kam, bin ich auch wieder gegangen und diese habe ich rausgezogen, weil ich dafür keine Lust habe, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Jetzt, wo wieder Ruhe eingekehrt ist und der Verein eigentlich wieder Ruhe ist, bin ich auch wieder bereit zu helfen. Und das möchte ich am besten Möglichkeiten, also meine Möglichkeiten tun und versuche da das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Danke. Ja, wenn es keine Wortmeldungen gibt oder Fragen an die Kandidaten gibt, würde ich die Zählkommission jetzt um Aufmerksamkeit bitten. Gibt es noch Fragen oder Meinungsäußerungen zu den vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitgliedern? Keine. Dann darf ich um Abstimmung bitten. Ich denke, wir stimmen hier nicht en bloc ab, sondern wir stimmen für jedes potenzielle Mitglied gesondert ab. Wer ist im Alphabet der Erste? Beides mit SCH. Der Hermann Schmink ist der Erste.
Vielleicht brauchen wir es gar nicht. Warte mal, vielleicht warte mal. Wer für die Wahl von Hermann Schmieding in den Verwaltungsrat ist, denn bitte um Handzeichen. Wer ist gegen die Wahl von Hermann Schmieding? Erzähle mal, Ingmar. Wahl an. Er nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch für diesen Verfahren.